Hallo zusammen Leute und willkommen zu einem zweiten Teil von Die Schinken von. Heute geht es wieder um Bernhard Hennen, der zweite Teil, Die Schinken von Bernhard Hennen. Die Elfenzeit der Nullerjahre. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 gelingt jetzt Bernhard Hennen sein großer Durchbruch mit seinen Elfenromanen, aber dazu später mehr. Schauen wir uns erst nochmal kurz eine Zusammenfassung des ersten Teils an. Hier seht ihr die Bücher, über die ich im ersten Teil von Die Schinken von Bernhard Hennen gesprochen habe. Ihr seht, es gibt einige DSA-Bücher, die er vor 2000 veröffentlicht hat und auch einige historische Romane oder historienähnliche Romane, sage ich mal, also so eine Verknüpfung zwischen Fantasy und historischer Roman. Aber ich habe im ersten Teil auch ein bisschen über die Studienzeit und die frühe Berufszeit von Bernhard Hennen gesprochen und wie es überhaupt dazu kam, dass er Schriftsteller wurde. Also wenn euch das interessiert, seid ihr gerne eingeladen, den ersten Teil anzuschauen. Ich verlinke den unten in der Infobox. Dort findet ihr den ersten Teil von Die Schinken von Bernhard Hennen. Jetzt aber direkt zu den Büchern vom zweiten Teil. Wir haben hier einen DSA-Roman, Bernhard Hennen, Die Nacht der Schlange. Der einzige DSA-Roman, den Bernhard Hennen in den Nullerjahren geschrieben hat. Hier im Jahr 2000. Hier steht ein aventurischer Kriminalroman und es gibt einen kleinen Skandal um dieses Buch und zwar hat das einen gewissen Plagiatsvorwurf, denn die Geschichte in diesem Buch ist bekannt. Es geht um einen geplanten und vorhergesagten Mord, der unentdeckt bleiben soll, wie in Friedrich Dürrenmatts Der Richter und sein Henker. Und genau diese Ähnlichkeit der Handlung wurde Bernhard Hennen vorgeworfen, dass es eben abgeschrieben wäre. Obwohl Bernhard Hennen sagt, nee, es ist nicht wirklich abgeschrieben, sondern ich habe versucht, eine aventurische Version dieses Buches, Der Richter und sein Henker, zu schreiben. Und das finden auch viele Leser interessant, eine aventurische Version dieses Klassikers zu lesen. Andere wiederum fühlen sich irgendwie ein bisschen veräppelt, weil sie das Gefühl haben, dass sie ein Buch lesen, das sie eigentlich schon kennen. Besonders interessant finde ich hier die Aufmachung des Buches. Die schaut nämlich ganz anders aus, wie ein klassischer aventurischer DSA-Roman zu dieser Zeit aussah. Ich habe jetzt leider kein anderes Coverbild gefunden. Es kann auch sein, dass das hier eine Neuauflage ist und das Originalbild, das Originalcover doch ein bisschen klassischer nach DSA aussah. Also wenn ihr das Buch habt oder zumindest ein Bild findet, zum Originalcover, falls das hier nicht das Originalcover sein sollte, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Es würde mich interessieren, ob der Heine Verlag hier auch schon Bernhard Hennens Größe gesehen hat und eventuell ein anderes Cover verwendet hat als diese klassischen DSA-Cover, nur weil es der Roman eben von Bernhard Hennen ist. Das würde mich interessieren. Ähnliches ist ja bei der Phileas-Saga auch geschehen, aber da kommen wir dann im dritten Teil, Die Schinken von Bernhard Hennen, dazu. Ja, verlassen wir DSA. Bernhard Hennen hat in den Nullerjahren auch zwei Einzelromane veröffentlicht, und zwar einmal Nebenan 2001 und Alisa oder Alika und die dunkle Königin 2005. Es sind beides Romane, die mehr den lustigen Aspekt der Fantasy betrachten, gerade Alika und die dunkle Königin eher in Richtung Jugendroman. Es geht darum, also bei Nebenan geht es darum, dass eine Fantasy-Welt in unsere echte Welt hineinbricht. Ihr seht schon hier so einen Gnom vor dem Kölner Dom. Hier geht es eben darum, dass diese Schurken aus dieser Fantasy-Welt in unsere Welt einbrechen und alles durcheinander bringen. Und diese Märchenwelt, aus der diese Schurken und auch Gnome und so weiter kommen, heißt eben Nebenan. Und in Alika und die dunkle Königin geht es um das Mädchen Alika, die herausbekommt, dass es einen gewissen Spiegel gibt, und dort gibt es dann einen Mann aus der napoleonischen Zeit, und der ist in sie irgendwie verliebt, weil er eigentlich in ein Mädchen verliebt ist, das er vor ein paar hundert Jahren mal auf einem Ball gesehen hat. Also es kann eigentlich gar nicht Alika sein, und sie wird dann auch konfrontiert mit dieser Märchenwelt nebenan, und genau das ist das, was die beiden Romane auch verbindet, nämlich diese fantastische Märchenwelt nebenan. Es sind auf jeden Fall einzelne Romane, die mehr den humoristischen Aspekt der Fantasy betrachten, was ja bei Bernhard Hennen sonst eher nicht der Fall ist, weil er seine Bücher eher düsterer schreibt. Ja, kommen wir zu Magus Magellans Gezeitenwelt. Magus Magellan ist ein Sammelpseudonym von vier Autoren, die auch in der Rollenspielbranche und auch darüber hinaus ziemlich bekannt sind. Bernhard Hennen, Hadmar von Wieser, Thomas Finn und
Karl-Heinz Witzko, alle auch bekannt als DSA-Autoren. Und die haben sich eine Welt überlegt, die vor allem auch auf naturwissenschaftlichen Realitäten beruht, und zwar eine Welt, in der es zu schrecklichen Katastrophen kam und deswegen die Welt total verändert ist. Das ist die Gezeitenwelt. Und an sich, also ich habe gelesen, dass 12 Bücher geplant sind, aber irgendwie habe ich jetzt nur 5 Bücher gefunden. Entweder wurden weniger veröffentlicht als geplant, oder diese 12 Romane wurden dann in 5 Bände zusammengefasst. Das kann beides sein. Ihr seht hier einmal die, also jeweils links, dann die alten ursprünglichen Cover. Der Wahrträumer ist der erste Teil der Gezeitenwelt von Bernhard Henning geschrieben. Und das Geheimnis der Gezeitenwelt ist dann ein Roman, der sozusagen als Prequel, also als Vorläuferroman der Gezeitenwelt gilt. Auch von Bernhard Henning geschrieben. Die anderen Gezeitenwelt-Romane sind dann von den anderen Autoren geschrieben. Und rechts daneben seht ihr von Edel Elements, das ist ein Verlag, der klassische oder erfolgreiche Fantasy-Bücher wieder als E-Books nochmal neu rausbringt. Da seht ihr eben eine neue Version dieser Bücher als E-Books. Ich habe mir den ersten Teil der Wahnträumer ja schon gebraucht besorgt. Das gibt es nur noch gebraucht, weil das ist schon ziemlich lang her, 2002 bzw. 2004, dass die Bücher rauskamen. Und ich werde in die Reihe auf jeden Fall mal reinlesen und gucken, wie sie mir so gefällt. Ich habe einige kritische Stimmen auch im Internet gefunden, dass die Reihe eben nicht so gut gefallen hat, aber da werde ich mir selber versuchen, ein Bild zu machen. So, jetzt ist es endlich soweit. Kommen wir zu den Elfen. 2004 veröffentlichte Bernhard Henning die Elfen, und es war eben genau die Zeit dieser Völkerromane. Die Orks, die Trolle, die Zwerge, das waren die erfolgreichen Bücher, und sie haben auch einige Autoren ziemlich bekannt und erfolgreich gemacht. Die Elfen jetzt eben hier Bernhard Henning, aber die Zwerge war Markus Heitz, und Markus Heitz kannte man davor nicht, also zumindest nicht in der breiten Masse. Bernhard Henning kannte man wahrscheinlich von DSA, aber mit den Elfen kam dann wirklich der große Durchbruch. Es geht hier um die Elfenkönigin Emerel und ihren Begleiter Olowein, die in der Albenmark leben. Die Albenmark ist ein abgeschottetes Reich der Elfen, das vor dem Reich der Menschen abgeschottet ist, aber nun bedroht wird. Ich kann jetzt nicht so viel über den Elfenzyklus sagen, weil ich selber die Elfenbücher noch nicht gelesen habe. Also sie stehen auf jeden Fall irgendwann mal auf der langen, langen Wunsch- und Leseliste bei mir. Aber noch habe ich sie nicht gelesen, deswegen alles, was ich jetzt erzählen würde, würde wahrscheinlich diejenigen, die Fans der Elfenreihe sind, auf die Barrikaden bringen. Da würde ich bestimmt ganz viel Falsches erzählen, deswegen erzähle ich gar nicht so viel. Auf jeden Fall, die Elfen kamen 2004 raus und 2006 dann Elfenwinter als Nachfolgeband und ebenfalls 2006 Elfenlicht, und ihr seht schon auch die Covergestaltung vom Heine Verlag ist hier sehr, sehr gut gelungen. Immer dasselbe Schwert in verschiedenen Umgebungen, und so sieht man sofort, dass das eine Reihe ist. Dann fand ich ein bisschen komisch 2009 Elfenlied, dass das Cover so schwarz ist und ganz anders ist, aber inzwischen habe ich rausbekommen, das liegt vor allem daran, dass es nicht wirklich ein Roman ist, es ist eine Novelle, die eine Nebengeschichte dieser Elfengeschichte erzählt. Und es ist auch noch ein Gedicht mit drin, verschiedene Bilder und auch Erklärungen zur Elfenreihe. Es ist mehr so ein Hintergrundband, deswegen passt dann die Covergestaltung eigentlich doch ganz gut. Und 2009 kam dann auch der Abschlussband dieser Elfenreihe raus, Elfenkönigin. Zwischendrin gibt es dann auch mal Krieg gegen Trolle, und dieser Krieg, der schaut dann eben auch mal verloren aus, und die Elfenkönigin muss sich dann wieder an ihre Macht kämpfen. Also da geht es dann hoch und runter, ganz klassische Fantasy, die eben diese großen Schlachten und Kriege dann beinhaltet. Ja, und das war's noch gar nicht mit den Elfen, denn Bernhard Henning hat dann auch noch ein weiteres, ich sag mal einfach Spin-off, von den Elfen kreiert, nämlich die Elfenritter. Da kam 2007 die Ordensburg raus, 2008 die Albenmark und 2008 ebenfalls das Fjordland. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, denn diese Elfenbände sind doch ziemlich dick, und dass dort dann Bernhard Henning parallel sozusagen dazu die Elfenritter dann noch kreiert hat und geschrieben hat, das fand ich schon echt beeindruckend. Der Heine Verlag hat die Cover sehr ähnlich gestaltet zu den Elfen, auch hier wieder dieses Schwert mit anderen Hintergründen, aber man sieht doch, vor allem durch den großen Schriftzug Elfenritter, dass es was anderes ist, aber auch diese
verschlungenen Symbole im oberen Teil des Buches, die zeigen auch eindeutig, dass diese drei Bücher zusammengehören. Soweit ich das richtig verstanden habe, spielt jetzt die Elfenritter ungefähr 1000 Jahre nach die Elfen in derselben Welt, aber hat vor allem einen Fokus auf die Menschen. Es kommt die Almmark weiterhin drin vor, aber auch das Fjordland. Und es kommt hier auch wieder zu großen Schlachten. Ich habe mich auch jetzt hier, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, deswegen kann ich auch noch nicht so viel zu dem Inhalt, so direkt zu den, zum Ablauf der Romane sagen. Auf jeden Fall kommt es zu großen Schlachten und es gibt zwei verfeindete Völker, die dort aufeinander, oder Parteien, die dort aufeinander treffen. Definitiv auch wieder eine Trilogie, die sich sicher zum Lesen lohnt. Bernhard Henn hat natürlich seine Füße nach 2008, 2009 nicht stillgehalten. In den 2010er Jahren kamen dann auch ganz, ganz fantastische Romane raus. Und darüber erzähle ich euch mehr im Teil 3. Ich wünsche euch auf jeden Fall immer genug Muße zum Lesen, auch gerne mit einem Bernhard Hennen-Roman. Euer Dominik Schmeller.